Lukas ist ein ganz normaler Student. Fast ganz normal. Denn der 21-Jährige führt ein besonderes Leben. Mit 19 Jahren fühlt er sich berufen, steiler Missionar zu werden. Lukas wohnt in Berlin mit 10 Mitbrüdern zusammen und bereitet sich auf seine Zukunft mit dem Orden vor. Die steiler Missionare lernte er auf unerwartetem Wege kennen. Ich kannte die Steiler überhaupt nicht und habe mir die Ordensgemeinschaften angeguckt, habe mit meinem damaligen Kaplan darüber gesprochen und der hat mir dann die Steiler empfohlen. Mit dem sozialen Projekt Missionare auf Zeit ging er nach Ghana und lernte dort die Steiler Ordensfamilie näher kennen. Begeistert von der internationalen Gemeinschaft und der gelebten Nächstenliebe traf er seine wegweisende Entscheidung. Ich ringe auch manchmal mit mir selber und frage mich, hat das irgendwie alles einen Sinn? Stimmt das wirklich, was ich damals gespürt habe oder diesen Zug, diesen Weg zu gehen? Und ich komme tatsächlich, je mehr ich ringe, komme ich immer wieder auf den Punkt, ja, das war richtig. Und natürlich, von außen gesehen, kommt dieser Weg vielleicht ein wenig verrückt vor. Und manchmal frage ich mich selber auch, ob ich verrückt bin. Aber wenn man versucht, also wenn man da jetzt drin ist, ist es für mich einfach überhaupt nicht verrückt irgendwie. Begleitet wird er auf seinem Weg vom Noviziatsleiter Pater Norbert Kuipers. Er ist ein Ansprechpartner bei allen Fragen, sein Mentor und Lehrer. Menschen auf einen Weg zu begleiten, die einen geistlichen Weg, ein Ordensleben, Priesterberuf wählen, ist spannend im wahrsten Sinne des Wortes, weil natürlich erst einmal das eigene Leben im Mittelpunkt steht. Mit diesen Menschen herauszufinden, ist das, was ich da gewählt habe, stimmig? Kann ich das in meinem Leben auch tatsächlich umsetzen oder war das nur ein Strohfeuer, eine erste Begeisterung aus irgendetwas heraus? Pater Kuipers hat für Lukas eine Vorbildfunktion. Gemeinsam erarbeiten sie, was es bedeutet, berufen zu sein. Sie studieren die Bibel und Pater Kuipers erklärt ihm die Ordensregeln. Ich möchte aber nicht einen Menschen die Flügel stutzen, damit er in den Käfig passt. Also das darf es nicht werden. Ja? Davor habe ich zu hohen Respekt vor der Person und ja, dem Menschsein des Einzelnen. Lukas ist der einzige Novize der Steiler Missionare in ganz Europa. Ob ihn das stört? Man spürt natürlich, dass man der einzige Novize ist. Oder anfangs hat man es mehr gespürt, aber mittlerweile spüre ich das nicht mehr so. Also mittlerweile, ich brauche das auch nicht. Also ich muss nicht spüren, dass ich immer der einzige Novize bin und ich muss nicht immer der Hoffnungsträger für alle sein. Aber ich finde es sehr angenehm. Ich bin einfach irgendwie ein Teil des Ganzen und ich werde aber nicht in besonderes Licht gerückt. So fühle ich mich zumindest nicht. Das Noviziat dauert ein Jahr. Am Ende dieser Zeit will Lukas seine Gelübde ablegen. Wie es dann weitergeht, steht ihm noch offen.